Gut, mein Name ist Michaela Körber und ich mache jetzt hier Biologie, Chemie, NBT und Naturphänomene in Klasse 5 und 6 und bin seit Anfang November hier an der Schule. Ich bin als Krankheitsvertretung gekommen für Frau von Lehmann, als Schwangerschaftsvertretung und habe vorgestern einen Vertrag bekommen, sodass ich jetzt unbefristet bleiben darf. Okay, und wie gefällt es Ihnen hier an der Schule? Es gefällt mir sehr gut. Mir gefällt gut, dass es eine kleine Schule ist und dass ich das Gefühl habe, wenn die Schüler über den Flur laufen, dass sie sich verbunden fühlen mit der Schule und dass dieses Zugehörigkeitsgefühl besteht, dass die Lehrer mit den Schülern in einem engen Kontakt stehen und dass es mir auch so vorkommt, als wenn die Klassen auch untereinander profitieren würden von diesem positiven Gefühl, was sie eben hier sich bei der Schule zugehörig fühlen lässt. Und mir gefällt sehr gut, dass ich gekommen bin und in der ersten Woche alle Lehrer auf mich zugekommen sind, im Lehrerzimmer mir die Hand gegeben haben, mich begrüßt haben, mich herzlich willkommen gewünscht haben, sodass ich wirklich das Gefühl hatte, hier ist es ganz leicht, wird es einem ganz leicht gemacht, dass man überhaupt richtig ankommen kann. Haben Sie Kinder? Nein, ich werde sicherlich mal Kinder haben, aber noch habe ich keine. Und sind Sie verheiratet? Nee, ich habe einen Freund, der ist, mit dem bin ich schon viele Jahre zusammen und der ist momentan in Afrika und kommt bald wieder und deswegen lebe ich im Moment alleine, aber der wird im Sommer wieder da sein. Was stellen Sie sich denn unter Vertrauenslehrer vor? Ich stelle mir vor, dass auf jeden Fall die Schüler halt ein gewisses Mehr an Vertrauen in den Lehrer haben müssen, wenn sie dem vertrauen sollen, um mit Problemen zu ihm zu kommen, die zum Beispiel andere Kollegen betreffen. Denn wenn ein Vertrauenslehrer Verbindungsglied zwischen Schülern und Lehrern ist, muss es ja so sein, dass die Schüler auf jeden Fall das Gefühl haben, dass man ein Stück weit auf ihrer Seite steht, damit sie auch Lust haben, sich einem gegenüber überhaupt zu öffnen.